Im Kongresshaus Millstatt ging kürzlich das dritte internationale Gitarrenfestival über die Bühne. Den Beginn machte hier ein argentinisch-italienisches Ensemble. Der große Musiker Guardino Saluzzi, den wir mit seiner Family Group eingeladen haben, das heißt seinem Sohn José Saluzzi und seinem Bruder Felix Saluzzi an Klarinette und Saxophon, ist der Dino angereist aus Buenos Aires, hat dann auch noch den italienischen Percussionisten Uti Gandhi mitgebracht als Überraschungsgast sozusagen. Und diese Viererkombination, mit der treten die vier einfach schon seit längerer Zeit auf als Saluzzi Family Group. Und das war natürlich ein großes Ereignis, weil Dino Saluzzi ist weltberühmt. Er ist der Bandoneonist schlechthin, den es überhaupt, der größte, den es einfach zu bieten gibt. Organisatorin Julia Malischnik erzählte uns einige Tage später, warum sie dieses Festival ins Leben gerufen hat. Mir war es ein Anliegen, die Gitarre in all ihren klanglichen, vielfältigen Möglichkeiten, die sie einfach zu bieten hat, das heißt in Symbiose und in Zusammenspiel mit möglichst vielen anderen Musikern und Kunstformen zu präsentieren und im gleichen Atemzuge eben wirklich ein Publikum anzusprechen aus allen Sparten, aus allen Richtungen, wirklich einfach offen für alle Strömungen und offen dann eben auch für alle Publikumsrichtungen. Also Musik ist mein Leben füllend, gell? Das ist klar, das ist, hat sich ja schon als Kind abgezeichnet, dass das mein Weg ist, den ich gehen werde. Studium natürlich und jetzt mache ich halt ganz viele Dinge. Also ich sehe mich als Musikerin und habe jetzt aber natürlich auch sehr viel Managementfunktionen irgendwie übernommen, allein mit dem Gitarrenfestival natürlich. Da mischen sich viele Funktionen in einem, die es dann heißt, zu bewältigen. Ja.
Ja, ein unglaublich schöner Abend. Ich freue mich so, dass der Julia immer wieder von Neuem etwas einfällt, dass sie dieses große Festival da in Mischstadt in dieser Art und Weise gestaltet. Ein wunderbares Programm, ja, absolut, ja. Sehr erfrischend, sehr freundlich, ja. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass im dritten Jahr so viele Leute das erste Konzert besucht haben. Es sind die Leute sogar auf den Stiegen gesessen und es ist ein neuer Aspekt des Gitarrenfestivals heute gewesen, weil wir den Dino Saluzzi gewinnen konnten und das mal einmalig ist, weil mit seinen 75 Jahren eine Europatournee unternommen hat und deswegen war er bei uns und wir konnten das in das Konzert einbauen. Und das war einfach großartig, eine ganz andere Note hat das Konzert bekommen. Es hat uns wunderbar gefallen. Wir sind vom Soroptimist Club Spital und sponsern ein wenig das Konzert und es ist wirklich ein Anliegen. Julia Maliszczyk ist großartig, also wirklich ein ausgezeichnetes Niveau, schöner kann es gar nicht sein. Es war einfach heuer wieder enorm oder wenn man einfach dann einen Blick in das Gästebuch wirft, wo man sieht, was die Leute einfach für persönliche Dankesworte an einen da richten und einfach auch die Studenten des Festivals, die sind so dankbar gewesen und haben das auch zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie das wertschätzen, dass es so etwas Tolles in Kärnten für ganz Österreich und darüber hinaus geben kann. Also das ist dann eigentlich quasi der Dank für meine Arbeit. La, 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 la.